Meine Haare sind ab! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem Video, auf das ich mich so mega freue. Und zwar habe ich letztens ziemlich spontan beschlossen, meine Haare zu schneiden. Und zwar nicht so wenig. Ich glaube, es waren im Endeffekt so um die 20 cm, eventuell sogar ein bisschen länger. Und ich dachte, zur Feier des Tages erzähle ich euch ein bisschen darüber, weil ich habe es schon auf Instagram gepostet und ich habe sehr viele Fragen davon dazu bekommen. Und ich dachte, ich kann euch außerdem bei der Gelegenheit auch mal so ein kleines Get Ready With Me abfilmen mit meinem aktuellen Make-up. Das, was ich jetzt so habe, weil das habe ich extrem lange nicht mehr gemacht. Und ich weiß nicht, ich mag es. Es ist einfach... Ja. Dachte, ich mache es einfach. Ich hatte einfach Lust drauf. Aber kommen wir erst einmal zu der Haargeschichte. Der entscheidende Moment für mich, dass ich mir gedacht habe, okay, ich schneide nicht nur die Spitzen ab, sondern echt mehr von meiner Länge, war, als ich letztens ein Foto gemacht habe. Und zwar, als Laura bei mir war letztens und wir haben zusammen ein Video gedreht, das am Mittwoch kommt, weshalb ich da nochmal lange Haare haben werde, was ein bisschen verwirrend ist, aber egal. Ich habe auf jeden Fall dieses eine Foto mit ihr gemacht und ich dachte mir so, oh mein Gott, sind meine Haare an den Enden im Arsch? Also habe ich ganz spontan einen Friseur im Internet gesucht, bei dem ich noch nie zuvor war und bin da halt hingefahren. Die Frau war ein Genie. Das war das erste Mal wirklich, dass ich zum Friseur gegangen bin und zufrieden rausgegangen bin. Ich hatte sonst immer schlechte Erfahrungen und habe das deswegen immer alleine zu Hause gemacht, so ziemlich zumindest. Und ja, ich habe nichts an meiner Farbe verändert, weil ich hätte die Frage kommt. Ich weiß nicht, ich will meine Haare irgendwie nicht färben oder tönen oder so. Aber ich bin so viel zufriedener jetzt. Es war voll das gute Gefühl. Es war so erleichternd irgendwie. Ich kann euch das gar nicht beschreiben. Vielleicht hattet ihr das auch schon mal, dass ihr richtig lange Haare vorher hattet und die dann halt abgeschnitten habt. Und dann hat sich das auf einmal so angefühlt, als hättet ihr komplett neue Haare, weil so fühlt es sich bei mir gerade an. Ihr könnt mir super gerne auch ein bisschen Feedback in den Kommentaren lassen, seid nett. Nein, Spaß. Ich bin ja zufrieden und das ist natürlich das Wichtigste. Und jetzt würde ich sagen, geht es weiter mit dem Schminkteil und ich wünsche euch viel Spaß. Okay, fangen wir an mit der Grundierung. Ich benutze dafür nur Drogerieprodukte in letzter Zeit und wie ihr sehen könnt, meine Haut ist definitiv nicht perfekt. Ich habe hier und da so ein paar kleine Pickel und so, die nicht unbedingt auffallen, wenn ich meine Videos drehe, aber sie sind definitiv da. Und ja, ich benutze meine allerliebste BB-Cream seit irgendwie 2 Jahren oder so. Das ist die Garnier BB-Cream. Ich komme immer wieder zu der zurück. Das ist auch nicht meine erste. Und ich trage die im Moment gerne mit einem Pinsel auf. Ich starte da immer so in der Mitte von meinem Gesicht, da wo ich am meisten Deckkraft brauche. Und dann verblende ich die halt so nach außen hin. Trage die auch auf meinen Lidern und unter meinen Augen auf, weil die jetzt nicht so wahnsinnig viel Deckkraft hat, aber halt nochmal schön Feuchtigkeit spendet und ja. Und das, was die BB-Cream dann nicht schafft abzudecken, das decke ich mit meinem Concealer ab. Und ein kleiner Tipp für euch, versucht mal so Concealer auf Pickel mit einem Eyeliner oder mit einem Lip-Liner-Pinsel aufzutragen. Oder ihr könnt auch in einen Bastelladen gehen und da einfach für so 2 € oder so einen ganz kleinen Pinsel kaufen. Damit, finde ich, lässt sich alles immer so schön präzise auftragen. Und das ist ein Trick, den ich mir von einer Make-up-Artistin abgeguckt habe und ich finde den sehr, sehr cool. Und ja, deswegen verstecke ich jetzt meinen Pickel. Und dann puder ich alles ab und das ist auch einer meiner Lieblingspuder. Wie ihr sehen könnt, alle Produkte, die ich benutze, sind irgendwie so ein bisschen kabbelig und halt schon ziemlich gut aufgebraucht, weil, ja, ich benutze sie halt viel, keine Ahnung. Puder, 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 Puder. Und an der Stelle ist mir aufgefallen, oh, ich habe Concealer unter den Augen vergessen. Und das habe ich dann eben schnell nachgeholt. Normalerweise mache ich das vor dem Puder. Ja, ich benutze auch einen Drogerie-Concealer unter den Augen von Essence. Es sieht jetzt zwar aus, als hätte ich ziemlich viel davon aufgetragen, aber ich glaube, das ist nur, weil der ein bisschen heller ist als meine Haut halt. Ja, und ich versuche den so ein bisschen runterzubringen in dieser Dreiecksform. Und dann habe ich den jetzt nochmal mit einem fluffigen Lidschattenpinsel ein kleines bisschen abgepudert. Und das ist eigentlich ganz praktisch mit dem Lidschattenpinsel, wenn man halt nur so kleine Stellen abpudern möchte. Und dann ging es weiter mit den Augen. Die habe ich in letzter Zeit, was Lidschatten angeht, überhaupt nicht stark geschminkt. Also ich benutze einen hellen Lidschatten, der ist von MAC und zwar ist das die Farbe Naked Lunch. Auch eine Farbe, die ich schon super duper lange benutze. Und dann habe ich etwas Neues hier und zwar mein NARS Laguna Bronzer. Der ist so wunderschön. Der sieht zwar sehr dunkel aus, aber wie ihr sehen könnt, das ist echt einfach nur so ein warm, golden, schimmernder, leicht bräunlicher Bronzer und ich finde, der sieht auch super auf dem Auge aus und ich vermische den einfach dann immer mit Naked Lunch und dann trage ich das einfach so auf meinem gesamten beweglichen Lid auf
und verblende das ein bisschen. Da die Farben jetzt nicht dunkel sind, muss man da auch nicht so besonders vorsichtig sein. Also der Unterschied ist nicht riesig, wie ihr sehen könnt. Aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Unterschied da und ich finde, für den Alltag ist das ganz schön, weil ich mich da einfach eh nicht so gerne so stark schminke. Und ja, ich mache jetzt erst einmal nur das rechte Auge fertig, damit ihr so den Unterschied seht. Das ist auch etwas Neues, was ich habe, und zwar der Anastasia oder Anastasia Brow Wiz. Das ist ein Augenbrauenstift, den ich sehr cool finde, weil die Spitze extrem dünn ist, wodurch sich der Augenbrauenstift sehr präzise auftragen lässt. Und ich hatte da echt noch nie das Problem mit, dass die Augenbrauen irgendwie zu dick angemalt oder sowas aussahen. Danach habe ich einen Eyeliner benutzt. Ich benutze im Alltag manchmal ganz gerne braun statt schwarz, weil es halt so ein bisschen heller ist und ein bisschen weniger intensiv. Ja, und den trage ich einfach so dicht es geht am Wimpernkranz auf. Wenn ich dann so kleine Fehler mache, meistens passiert mir das an diesem Wing oder Flick oder so, dann korrigiere ich das immer entweder mit einem feuchten Wattestäbchen oder ich nehme hier diesen Alverde Korrekturstift. Der ist wirklich super, also ich finde den sehr praktisch. Und dann kommen die Wimpern dran, das darf natürlich nicht fehlen. Das ist eine, ich glaube, 3,50 teure Drogeriemascara, die ich sehr empfehlen kann. Die heißt Great Lash. Damit habe ich jetzt Schicht um Schicht meine Wimpern verlängert und verdichtet. Und noch ein kleiner Tipp, falls Mascara bei euch häufiger mal verklumpt. Es gibt so Wimpernkämme und damit kriegt ihr die Klumpen sehr gut wieder raus. Und das ist dann das Augen-Make-up auf der rechten Seite. Hier seht ihr mal den Vorher-Nachher-Unterschied. Und jetzt habe ich das eben schnell mal auf dem zweiten Auge noch gemacht. Und dann ging es weiter mit Bronzer, den ich auf dem gesamten Gesicht aufgetragen habe. Ich habe wieder den benutzt, den von NARS, Laguna heißt der ja, den ich auf den Augen aufgetragen habe. Und ich trage den eigentlich komplett auf meinem Gesicht und meinem Hals auf. Also ich benutze diesen Bronzer gar nicht, um zu konturieren, weil ich damit nicht so gut umgehen kann. Und irgendwie ist mein Gesicht eh schon relativ schmal und ich möchte es gar nicht dünner schminken. Deswegen trage ich den Bronzer einfach ja, überall auf. Und dann kommt Highlighter dran. Und das ist so, so, so ein cooler Highlighter. Das ist dieser Mary Luminizer, ist auch ein sehr bekanntes Produkt. Man braucht echt nur ein ganz kleines bisschen davon und hat schon einen Rieseneffekt. Ich verlinke den euch mal unten, das ist wirklich ein tolles Produkt. Und ich glaube, in Deutschland bekommt man es leider mal wieder nur im Internet, aber es lohnt sich wirklich. Wirklich, 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 auch wenn es irgendwie ein bisschen teurer ist, das ist super, super toll. Dann habe ich als nächstes Rouge aufgetragen. Das ist das, was ich euch in meinem letzten Video gezeigt habe. Das habe ich gerade neu, deswegen benutze ich es auch häufiger mal. Das ist das NARS Orgasm Blush. Und dann kommt als letztes noch Lippenstift. Und zwar eine Farbe, die ich sehr gerne benutze von Essence. Die heißt Barely There. Und die ja, ist so ein bisschen dunkler als meine natürliche Lippenfarbe. Und das war das Make-up. Und das war das Video für heute. Ich verlinke euch jetzt hier auf jeden Fall meine letzten beiden Videos. Guckt euch die auf jeden Fall an, falls ihr die noch nicht gesehen habt. In dem einen geht es nämlich um Dupes. Unter anderem auch um das Rouge Dupe. Zu dem Teil, was ich euch heute gezeigt habe. Oder ihr könnt euch auch mein letztes Sonntagsvideo angucken. Da habe ich ziemlich coole Produkte getestet. Unter anderem auch ein Teil, das die Zähne weiß gemacht hat. Und übrigens, ich habe die Kur jetzt zu Ende gemacht. Also, ich weiß nicht, mein T-Shirt ist immer noch weißer als meine Zähne. Aber ich finde, es hat auf jeden Fall auch was gebracht. Also schaut da vorbei, falls euch das interessiert. Ich lasse euch hier außerdem noch meine Social-Media-Links. Und unten in der Infobox findet ihr die auch. Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.